Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um mein Praktikum. Wir hatten nämlich vor einiger Zeit ein Schülerpraktikum, wo wir halt mitmachen mussten und ich dachte, es wäre ganz cool, so ein Video darüber zu machen. Also vielleicht hilft das ja einigen Leuten, die irgendwie nach einem Praktikumsplatz suchen oder die sich für diesen Beruf interessieren und vielleicht wissen wollen, wie das so abläuft. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Achso, und tut mir leid, wenn das Video so ein bisschen durcheinander sein wird vielleicht. Ich habe mich wirklich 0% darauf vorbereitet, also I'm sorry. Ja, zuallererst, wo war ich eigentlich? Ich war beim Zahnarzt. Einige denken sich jetzt vielleicht, hä, wieso Zahnarzt? Das ist doch voll untypisch für ein Schülerpraktikum. Also ich zumindest habe irgendwie noch nie mitgekriegt, dass irgendjemand so zum Zahnarzt gegangen ist oder so. Aber ja, warum bin ich zum Zahnarzt gegangen? Es hat eigentlich einen ganz logischen Grund. Und zwar habe ich etwas zu spät angefangen, einen Platz zu suchen. Typisch ich. Ja, der zweite Grund ist einfach, dass ich etwas haben wollte, was wirklich sehr nah an meinem Haus ist. Ich hatte einfach keine Lust, jeden Morgen irgendwo hinzufahren und ja, dieser Zahnarzt war eben wirklich fast genau neben meinem Haus, deswegen hat sich das etwas angeboten. Also ich hatte die Möglichkeit zwischen Kindergarten und Zahnarzt zu wählen. Viele von euch würden wahrscheinlich Kindergarten nehmen, ich nicht. Ich dachte mir einfach, dass wirklich jeder zum Kindergarten geht, was auch eigentlich so ist. Also bei uns in der Klasse sind, glaube ich, auch viele zum Kindergarten gegangen oder Grundschule oder sowas. Ich dachte mir, Zahnarzt wäre mal was anderes, deswegen dachte ich mir, probiere ich das mal aus. Und ich glaube, so rückblickend hätte ich lieber den Kindergarten wählen sollen. Zuallererst musste ich mich um mein Arbeitsoutfit kümmern. Ich hatte nämlich so Vorschriften, was ich da anziehen sollte und so weiter. Ich glaube, ich habe noch ein Bild von dem Outfit. Wenn ich es finde, blende ich euch das hier mal ein. Ich weiß, es ist sehr schön. Auf jeden Fall musste ich mir eine weiße Hose kaufen, was ich nicht so cool fand, aber ich musste da einfach eine tragen. Und weiße Schuhe. Die hatte ich zum Glück, aber dass ich mir extra was kaufen musste, fand ich halt schon ein bisschen blöd, aber was soll's. Außerdem musste ich da halt einen Zopf tragen oder zurückgebundene Haare und kurze Fingernägel. Das heißt, ich musste mir meine Fingernägel abschneiden. Ja, mein erster Eindruck war sehr positiv. Ich kannte die Praxis schon so ein bisschen, also ich war da ein, zweimal zur Behandlung. Sie waren wirklich sehr, sehr freundlich zu mir, also sie haben mich richtig gut aufgenommen, worüber ich richtig dankbar war. Ich hatte richtig Angst, dass die irgendwie so gemein sind oder keine Ahnung, das kann ja passieren. War bei mir aber zum Glück nicht so. Bleiben wir auch beim ersten Eindruck. Mein erster Eindruck war, dass es dort echt kompliziert ist. Also da waren so viele Sachen, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und das ist auch so der größte Nachteil. Nämlich waren da eben so viele Sachen, die ich einfach nicht machen konnte. Also ich hatte wirklich nichts zu tun. Ich habe mich wirklich die meiste Zeit nutzlos und überflüssig gefühlt, was echt nicht so cool war. Aber es lag eben, glaube ich, gar nicht so an denen, also dass die mir keine Aufgaben gegeben haben, sondern ich glaube einfach, dass es beim Zahnarzt so ist, wenn man ein Praktikum dort macht, kann man einfach nicht so viel machen. Also es ist ja klar, dass ich einfach nicht in den Mund von denen rumhantieren kann. Ich kann euch ja einfach mal so meine Aufgaben sagen. Die Hauptaufgabe war einfach zugucken. Also ich habe wirklich bei den Behandlungen zugeguckt, bei den Beratungen zugehört, stand einfach die ganze Zeit daneben. Dann konnte ich halt, wenn diese Behandlung zu Ende war, alles so abwischen, also mit so Desinfektionstüchern, genau. Das muss ich halt nach jeder Behandlung machen, weil die da echt richtig auf Hygiene geachtet haben. Ist ja auch selbstverständlich bei dem Beruf, aber ja. Ja, nachdem alles sauber war, habe ich so diese Hauptsachen wieder raufgelegt. Also, ich glaube, ich habe noch ein paar Bilder davon. So dieses Hauptbesteck, das war so ein Spiegel, so ein Pixar-Ding, Sonde heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und eine Pinzette, das waren so die Sachen, die immer da lagen. Dann halt einen neuen Pappbecher, Servietten, Kittel, neue Sauger und ja. Das war so das, was ich einfach den ganzen Tag gemacht habe. Ab und zu zwischendurch habe ich dann eben alles sauber gemacht, also in so einem speziellen Raum, wo alles sauber gemacht wurde. Und das waren eigentlich so die Hauptaufgaben, also mehr habe ich dann nicht gemacht. Natürlich hatte ich zwischendurch noch so ein paar Aufgaben wie Patienten reinrufen oder Müll rausbringen, aber das waren nur so ab und zu, also wirklich nicht oft. Ja, wie gesagt, ein Nachteil war auf jeden Fall, dass ich da nichts zu tun hatte. Also ich habe mich echt überflüssig gefühlt. Nachteil Nummer 2, ich musste wirklich durchgehend stehen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die hatten so Stühle, also solche Hocker, womit die so rumrollen konnten und saßen eben die ganze Zeit da drauf während der Behandlung und ich musste daneben stehen. Und wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich sage euch auch gleich, wie lange ich arbeiten musste. Das war wirklich anstrengend. Meine Füße taten wirklich so unglaublich weh. Ich muss euch dann noch was Lustiges erzählen. Und zwar habe ich die mal gefragt, ob ich mich vielleicht auch mal hinsetzen könnte, so während der Behandlung einfach so einen Stuhl holen oder so. Und als Antwort kam einfach,
Nein. Die meinten, das wäre ein bisschen unhöflich und käme komisch, aber ja, was soll ich machen? Kommen wir auch zu meinen Arbeitszeiten. Und zwar hatte ich echt lange Arbeitszeiten. Also im Vergleich zu denen aus meiner Klasse, die haben so 4 bis 6 Stunden, die meisten, glaube ich, so gearbeitet. Ich hatte 8 Stunden, was ich halt irgendwie ziemlich unfair fand. Aber daran kann ich ja nichts ändern und ja. Ich hatte einen Tag in der Woche, wo ich nur 4 Stunden hatte. Das war der Mittwoch, wo ich echt sehr froh drüber war, weil meine Füße echt... Die haben Schaden davon getragen. Nee, weil ich bin es echt nicht gewohnt, viel rumzugehen oder viel rumzustehen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, 8 Stunden zu stehen. Ich hatte dazwischen natürlich eine Mittagspause, 1 Stunde, aber ja, meine Füße taten trotzdem weh. Ja, mein Praktikum hat insgesamt 2 Wochen gedauert, was ich echt zu lang fand. Aber dazu erzähle ich am Ende noch was. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es echt nur Zahnarzthelferinnen gab. Also... Ich glaube wirklich, bei den Zahnärzten, wo ich in meinem Leben schon war, habe ich noch nie einen Zahnarzthelfer gesehen, was ich echt komisch finde, weil das ja eigentlich gar nicht so ein Frauenberuf eigentlich ist, finde ich. An sich war das Praktikum echt eine coole Erfahrung, weil ich einfach mal so einen Alltag in der Zahnarztpraxis kennengelernt habe. Aber ich für meinen Teil würde es nicht weiterempfehlen, zumindest da, wo ich war. Ich weiß nicht, ob das in anderen Praxen genauso ist, aber ja, weil ich einfach nichts zu tun hatte, die meiste Zeit nur rumstand, meine Füße taten unglaublich weh. Außerdem würde ich dieses Praktikum beim Zahnarzt oder allgemein den Beruf nicht empfehlen für Leute, die kein Blut sehen können. Also das ist natürlich selbstverständlich. Denn ich habe halt auch gesehen, wie Zähne gezogen wurden, wie Spritzen gemacht wurden und so weiter. Ich war sogar einmal bei einer Operation dabei, das war cool. Ja, ich habe halt nicht so Probleme mit Blut, deswegen war das für mich nicht so schlimm. Aber die Leute da haben mir auch schon erzählt, dass die einige Praktikanten haben, die auch mal umgekippt sind, was relativ lustig ist eigentlich. Mir ist es zum Glück nicht passiert. Ich finde so Schülerpraktika echt cool, aber ich finde, also mein Verbesserungsvorschlag wäre sozusagen, dass man mehr Schülerpraktika macht im Halbjahr, aber dann die nur eine Woche gehen. Also bei uns waren es wie gesagt 2 Wochen und ich fand es für mein Praktikum zu viel. Also das würde ich wirklich besser finden, weil dann sieht man auch so verschiedene Berufe und nicht so lange einen Beruf. Wisst ihr, was ich meine? Was ich noch ganz cool fand, irgendwie so besonders, weil ich das irgendwie noch nie gesehen habe bei so einer Praxis, ist, es gab da, wo ich war, eine Lachgassedierung. Das ist so eine Art Narkose. Mit Lachgas eben. Und das ist so für besonders nervöse oder ängstliche Patienten, das entspannt die so. Und ich durfte auch einmal zugucken, wie das gemacht wurde und das war richtig interessant. Also das fand ich echt cool. Aber ja, insgesamt war es eher nicht so mein Beruf, glaube ich, weil ich da einfach nicht so viel machen konnte. Falls euch dieser Beruf aber so interessiert, könnt ihr natürlich mal ein Praktikum da machen. Also vielleicht war es auch nur bei meiner Praxis so. Vielleicht ist es bei anderen eben besser. Ach so, was übrigens noch cool war, ich habe nämlich am Ende noch Geld gekriegt, womit ich echt überhaupt nicht gerechnet habe. Also das war echt cool. Ja, das war's auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das war so die grobe Zusammenfassung von meinem Praktikum. Ja, vielleicht haben welche von euch auch ein Praktikum gemacht, womit ich rechne. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wo ihr wart und wie ihr das fandet. Das würde mich echt interessieren und ja... Abonniert mich, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet. Hier unten findet ihr noch meinen Instagram-Account und mein letztes Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!